kolumbianisches Mammut? Ernsthaft? Hallo in die Runde und willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Icarus New Frontiers hier beim Zockbock. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich begrüße euch hier mit einem schönen Blick auf unsere Werkstatt, die wächst und wächst und wächst. Und so langsam denke ich mir, Mann, die erste Planung für die Werkstatt war auf jeden Fall zu klein. Also ich meine, es ist ja eigentlich jetzt schon gefüllt. Zumindest auf die Art, wie es jetzt eingerichtet ist, kein Platz für weitere Werkbänke so richtig. Aber das kriegen wir schon hin. Wir wollen ja auch noch den Turm anbauen und so weiter. Da wird schon noch ein bisschen Platz werden. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo wir zuletzt stehen geblieben waren. Wir haben eine Laterne, die können wir auffüllen mit Tierfett. Soweit, so gut. Wir hatten auch hier den ganzen Kram. Wir waren am Umziehen. Ich würde auch, glaube ich, diese Umzugsgeschichte mal weiter fortsetzen wollen. Denn wir haben hier zwar unsere Höhle, aber eigentlich, also wir wollen ja auch richtig da drüben wohnen. Gucken, unser Mitbewohner ist natürlich da, den begrüßen wir mal. Guten Morgen. Wunderschön. Also wirklich, ich mag die Höhle ja sehr, ne? Ich mag die Höhle und vor allen Dingen jetzt diese Holz- und Steingeschichte jetzt darüber schiffen. Ich weiß nicht. Zimmerwandswerkbank steht ja schon drüben eine. Die steht noch nicht da. Stein und so. Hier ist noch der ganze gute Equipment-Kram. Der kann eigentlich dann oben in die Kiste in unserem Zimmer. Zumindest die Sachen hier, die können wir mal mitnehmen. Die nehmen wir mal mit. Das sind alles Rohstoffe. Das tun wir auch mal oben in die Kiste. Auch ein... Doch, das schon. Das hier nicht. Und die ganzen Samen, die können eigentlich auch erstmal hier bleiben. Wir haben so eine Art, können ja hier so eine Art Lager belassen. Zumindest solange wir noch kein vernünftiges drüben haben. Das hier ist auch so eine Geschichte, das nehmen wir einfach mal mit, die Werkbank. Da weiß ich zum Beispiel schon nicht, wo die hin soll. Und den hier würde ich eigentlich auch gern mit drüber nehmen. Das ist hier schon, wir können es aber glaube ich noch einsammeln, unten in der Leiste. Genau. Und das muss auch alles noch rüber. Oh, Junge, Junge, Junge. Wo soll das alles hin? Wo soll das alles hin? Dieses Sauerstoffding sehe ich ja eigentlich grundsätzlich neben der Tür. Oder hier am Feuer. Wenn wir das Feuer so belassen wollen. Wir können zum Beispiel die Bank querstellen. Könnte man hier noch eine, zack, so hinstellen. Dann hätte man zwar hier keinen Durchgang, aber es würde irgendwie noch ein bisschen mehr Platz schaffen. Das Sauerstoffteil könnte auch hier neben die Kühlkiste. Das passiert mir immer noch. Nach wie vor passiert mir das. Weil wenn wir das hier hinstellen, dann steht das so im Weg. Und hier ist, glaube ich, besser. Hier, oder? Dahinter geht dann die Treppe hoch. Das ist fein. Das ist fein, so für mich. Die Behälter, die tun wir da mal hin. Irgendwie fehlt mir einer. So, weil wir haben hier einen. Den können wir auch mal befüllen lassen. Und da irgendwo haben wir einen verloren. Und die Textilwerkbank, genau das ist das Ding. Ist hier schon Zeug drin? Natürlich, leider ja. Hier mal Bauzeug drin. Das muss auch noch alles umsortiert werden. Die Sachen oben rein in unsere Lagerkiste. Genau hier. Da würde ich jetzt so die ganzen wirklich Ausrüstungsgeschichten reintun. Da könnten wir auch anfangen, so eine Art Notfall-Equipment zu platzieren. Die Pfeile hier zum Beispiel können da auch rein. Das wiederum brauchen wir jetzt gar nicht. Das wiederum brauchen wir gar nicht. Ich glaube, wir können locker die ganze Nacht hier rumkuscheln. Ist ja irre. So, den nehmen wir wieder mit. Dann hat mir jemand verraten, man kann Kaffee herstellen am Lagerfeuer mit einer Thermoskanne. Da. Leute, Kaffee. Da. Also man wird wärmer, 10 Grad Temperatur, Ausdauer wird mehr und Ausdauerregeneration auch mehr. Finde ich schon mal gut.
Ah, minus 25% Wasserverbrauch ist auch ein interessanter Buff. Nicht wirklich relevant für uns. Kakao. Heißer Tee. Ah, der ist auch cool. Gesundheitsregeneration. So richtig gelesen haben wir ja auch noch gar nicht. Mensch, hier gibt es echt viel Kram. Rhabarber. Unbekanntes Erz. Okay. Also, hier haben wir erstmal diese Baugeschichten drin. Kann da erstmal rein. Hier haben wir noch so eine Standfackel. Da war jetzt meine Überlegung, ob wir nicht hier vorne an unserem Eingang, damit man den besser sieht, sowohl hier als auch auf der anderen Seite, da natürlich sowas hinmacht. Weil hier brauchen wir jetzt weniger. Das heißt, das Holz können wir hier rausnehmen. Nehmen wir die schon mal mit. Schawupp. Dann haben wir hier nämlich... Können wir trinken? Zack. Kraftstoff rein. Da würde ich jetzt... Den würde ich jetzt teilen. Genau. Und aktivieren. Richtig, genau. Dann haben wir hier so eine kleine Beleuchtung außen schon mal. Und das gleiche sehe ich jetzt hier an der Treppe. Ihr seht natürlich gerade nichts. Genau das ist der Grund, warum ich das hier haben möchte. Perfekt. Gut. Weiter im Text. Das kann alles dann in die Werkbank. Ah ja, Werkbank umstellen. Und wir... Also verstärkte Türen einbauen wäre natürlich auch irgendwann noch dran. Aber das ist jetzt zumindest nicht oberste Priorität. Kriege ich alles weg? So gut wie. Wir haben ja hier genau diesen Stuff. Hier ist noch nichts drin. Wenn hier tierischer Kram ist, dann könnten hier auch Knochen rein. Aber da das ja was ist, was wir wahrscheinlich sehr viel farmen werden, packen wir das mal hier rein. Die Fasern können auch erstmal... Wir packen das sowieso gleich wieder in die Werkbank rein. Ist ja Quatsch. Da ist das Tierfett. Davon kann man auch so zweimal mitnehmen. Man muss das sowieso an der Werkbank auffüllen. Ja. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Erstmal so. Und noch hier so normales Fleisch. Wir müssen sowieso jagen gehen. Und da, wo wir gerade dabei sind, ich stelle gleich die Bank um. Ich vergesse das nicht. Ich wollte schauen, ob wir bei Jagd doch noch ein bisschen skillen. Ertrag durch Schlachtung, genau. Zack. Und jetzt haben wir nämlich auch die Möglichkeit, die nächsthöheren schon zu skillen. Haltbarkeit vom Messer wird weniger reduziert. Das ist sehr angenehm. Hier kann man auch Schleichen verbessern. Das finde ich immer noch. Ich will den gar nicht mitnehmen, den Kadaver. Gesundheitsbalken vom Tieren. Ja, ist nett. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt tatsächlich mal größere Gegner haben. Aber ich will eigentlich das nicht skillen. Ungern. Ertrag fürs Häuten. Hier gibt es auch nochmal mehr Ertrag für Knochen. Das ist so unser Baum. Können wir da hier mal einen drauf geben. Und wir haben noch einen Solo-Punkt, was auch gut ist, weil dann kann man doch hier noch genau Ertrag für Knochen. Das ist schon ziemlich cool. Da packen wir hier noch einen drauf. Das brauchen wir natürlich auch noch. Aber wir steigen ja Level. Kontinuierlich und sicher steigen wir Level. Diese Bank heben wir jetzt auf. Was war da jetzt noch drin? Die Dinger. Und dann dachte ich mir, zwecks Effizienz, wir können die so rum hinstellen. Ja, wir machen da sowieso dicht. Zack. Genau. Und dann können wir die Textilwerkbank hier so hinstellen. Genau. Schon mal ein bisschen effizienter gestaltet, die Werkstatt jetzt. Feuer passt. Wir können auch überlegen, kleineres Feuer zu machen, vielleicht den Kamin irgendwo hinzustellen, weil das nimmt schon eine Menge Platz weg. Aber sieht auch nett aus hier unten.
Sieht auch nett aus. Genau. Dann die Schuppen hier rein. Das Messerchen kann wieder hier hin. Dann. Ja. Wir lassen das jetzt erst. Oh, das war nicht der Plan. Die 50 Knochen würde ich auch gerne mal im Inventar behalten für etwaige Reparaturen. Holz. Können wir einfach mal hier reinpacken. Und dann müssen wir uns noch überlegen, wo jetzt die Geschichte mit dem Mörser und so weiter hinkommt. Wir können das auch noch hier hinstellen, ne? Hier wäre noch Platz. Und die Kiste näher an den Ofen ran. Cool wäre, wenn ich die einfach so mit Inhalt bewegen könnte. Mit so einem... Naja, ist auch Quatsch, was da alles drin ist. Kiste. Kriegen wir die so gestellt, dass wir hier noch genug Platz haben? Ja, oder? Ja. Sitzt noch nicht schön. Ich weiß auch nicht, ob wir wirklich die Kiste hier direkt brauchen oder ob wir eher ein Lager machen. Und dann können wir hier die Kräutergeschichte hinpacken. Fürs Erste. Weil es kommen so viele Werkbänke noch, Leute. Es kommen so viele Werkbänke noch. Ah ja. Hehehe. Jetzt ist natürlich die Sache. Hier oben ist unsere Küche. Die können wir auch noch weiter ausbauen. Man könnte auch die ganze Kräutergeschichte hier hoch in die Küche. Das machen wir. Das gefällt mir viel besser. Ja, dann packe ich doch die Baugeschichten erstmal hier mit rein. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wo das hinkommen soll. Aber oben in die Küche die Kräutersachen macht für mich zu 100% Sinn. Kriegen wir das alles weg? Nee. Wir haben so viel Kohle. Brauche ich so viel Kohle, Leute? Kann mir das jemand sagen? Holzkohle. Ich habe so viel. Brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Auch eine Menge Kaffee drin. Das kann jetzt weg hier schon mal. Schnups. Das sehe ich hier eigentlich nicht. Das kann raus. Und jetzt können wir auch das aufheben und dann basteln wir das da oben in die Küche rein. Da haben wir natürlich jetzt auch noch keine Möbel, ne? Und da gehört eigentlich mindestens ein Tisch hin. Und ein paar Geweihe an die Wand oder so. Aber fürs Erste, wenn wir da die Essecke hinmachen, hier an die Wand die Kräutergeschichte. Oder direkt dem den Küchentisch? Nee, da geht's nicht hin. Hier so. Und ich fand das bisher sehr praktisch mit dem Mörser da oben drauf. Wir haben bis jetzt halt auch nur einen, mehr brauchten wir aktuell noch nicht. Ich glaube später, vielleicht für Schießpulver, dass man da einen extra Mörser dafür hat, unten oder so. Kohleerz, was macht das denn da drin? Salz. Sammel. Wir packen das hier erstmal rein. Auch die Geschichten, dass da... Jetzt haben wir noch so viel Oxid. Lassen wir es mal hier drin. Kann man damit irgendwas hier überhaupt anstellen? Nee, ne? Hier kann man auf jeden Fall Rohstoff... Ah, Holzkohle da. Und da brauchen wir eine Menge. Wir haben das schon gut platziert. Ja, für Stahl. Junge, Junge. Und wie viel wir davon brauchen. Okay, vergesst meine Frage. Macht ja auch Sinn. Macht ja auch Sinn. Dann kann das alles da zur Stahlproduktion mit. Zack, alles leer. Hier sind ja die Samen. Da
können die auch rein. Euch nehme ich mal alle mit. Da weiß ich noch nicht, wofür der... Oh, was ist los? Was da? Ach, infektiöse Gegenstände. Ja. Ich lege es ja gleich wieder ab. Ist doch gut. Keine Sorge. Dann packen wir... Das kommt hier zu tierischen Geschichten. Und der Rest... Auch erstmal hier rein. Ordnung kommt später. Ich glaube, wir haben jetzt noch nicht den Zeitpunkt. Die Holzkohle oben ablegen. Hier im Mörser. So. Man kann das auch mit Eisenbahn oder Eisenerz direkt machen. Mann, verbrauchen wir da dann viel Eisen. 3 Eisenbahnen pro... Schlafen mal eine Runde. Hört ihr mich wieder? Ihr hört mich wieder. Okay. Gut, Morgendämmerung. Soweit, so gut. Dann lassen wir das erstmal hier. Was haben wir hier? Obsidian, das kommt auch mit unten in den Schrank. Das hätte ich mich fast ins Feuer gestellt. Aber auch nur fast. Da. Hier. Da können Holz, kann mehr Holz rein. So. Damit es hier auch schön Holzkohle produziert. Wir wissen, wir brauchen das demnächst. Pflanzenfaser. Die können wir auch gebrauchen. Ne? Wir können da Öl draus machen. Wir können da Öl draus machen, glaube ich. Hier. Dann machen wir das nämlich. Haben oder nicht haben. Dann weiter im Text. Das packen wir hier erstmal rein. Das kann auch da rein. Nee, das lassen wir mal draußen. Das auch. Hier an die Schmelzenkiste. Hier ist alles okay. Wir haben auch noch eine Menge Rohstoffe im Süden liegen. Die müssen wir nur abholen. Echt eine Menge. Die Samenkiste hier in unserem Keller. Der kann auch erstmal da bleiben, finde ich. Das hier auch. So. Wir haben jetzt da drüben erstmal gar keinen akuten Platz dafür. Wir haben aber eine Zimmermannswerkbank. Das heißt, die sieht grundsätzlich schon mal um. Und dieses Teil, wo wir das hinstellen wollen. Wo wir das hinstellen wollen. Schwierig. Schwierig. Gehört eigentlich mehr so mit zum dazu. Packen einfach die andere Zimmermannswerkbank da auch mit rein. Schwefel. Zack. Ansonsten hier mit rein. Dann die verrotteten Fleischgeschichten. Ist mal da. So, und dann haben wir noch so wichtige Dinge. Zum Beispiel diesen Chip, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Den packen wir mal hier rein. Das ist unsere Mission. Den Rest brauchen wir. Die Nägel kommen noch in die Zimmermannswerkbank. Und so weit, so gut, haben wir dann erstmal so gut wie alles umgezogen. So gut wie, weil natürlich diese Steingeschichte da drüben noch liegt. Gut. Okay. Okay. Eingezogen soweit. Jetzt wäre die Überlegung. Die erste Triangulationsgeschichte ist hier. Wir könnten uns das schon mal zutrauen. Wir haben 68 Pfeile. Wir trinken mal noch was. Wir essen mal noch was.
Und dann gucken wir mal, was da so kommt als Gegner. Ah, wir haben hier noch irgendwelches Knochenmehl dabei. Das kann eigentlich oben bleiben. Gemahlener Knochen. Kann ruhig noch ein bisschen Epoxy herstellen, den brauchen wir sowieso. Demnächst wieder. Auf geht's. Wir machen mal ein bisschen Mission, nicht viel. Ein bisschen. In der ruhigen Minute würde ich auch mal wieder in den Süden laufen. Jetzt nicht unbedingt mit euch zusammen. Aber dass wir dort unsere Erze abholen. Die sind ja dann alle durch. Beziehungsweise in der Kiste liegen wahrscheinlich noch welche, die unverarbeitet sind. So viel zu tun. Wenn man rennt, habe ich immer noch diese Hüpfer, diese Mikroruckler. Sonst gar nicht mehr aktuell, was mir sehr gefällt. So. Zumal jetzt aktuell die Einstellung auch auf episch rangieren. Da ist unser Turm. Der steht sogar noch. Dann können wir den vielleicht gleich nutzen. Wenn wir gucken, wer da so zu Besuch kommt, wenn wir diese Position triangulieren. Auch wenn der bald zusammenfällt. Wenn ich den jetzt reparieren wollte, brauchte ich sicherlich Holz. Ah, der hat unten schon keine Treppe mehr. Braucht da kein Holz zu, ich kann das einfach so reparieren aus dem Nichts. Ja. Gut. Dann reparieren wir das mal. Dann reißen wir das ein. Dann nehmen wir das. Und dann packen wir das hier hin. So, und da kann man hier hüpf drauf. Na, dann reparieren wir den Turm mal schnell durch, weil ich glaube wirklich, dass das hier ist. Ja, wir sind genau drauf an der Position, wie wir das triangulieren sollen. Ob das Absicht ist? Gehen denn die Säulen auch kaputt? Die Säulen nicht? Das ist witzig. Die Säulen haben 1000, nur die Foundations. Also diese Bodenplatten kriegen irgendwie Schaden. Steht auch noch das Senderding rum. Gut. Okay, wir machen das aber nicht, weil dann greifen die ja meinen Turm an. Ich will ja hier oben drauf stehen und die dann abschießen. Das heißt, ich muss einrasten. Wo muss es denn einrasten? Oben drauf? Nee. Ah, der Scanpunkt ist wo ganz anders. Der Scanpunkt ist im Sumpf. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir können das trotzdem mal angehen. Laufen wir mal rüber in den Sumpf. Ich habe jetzt eigentlich schon Lust auf eine kleine Expedition. Haben wir dafür noch genug Gedöns? Wir trinken kurz mal was. Wir füllen mal die Wasserflasche auf. Wenn wir Oxid brauchen, dann hacken wir uns welches. Aber dann gehen wir mal kurz rüber. Aber wenn das im Sumpf ist, dann kommen da bestimmt die Sumpfviecher. Vielleicht so Schleimis. Beim letzten Mal, wir haben lange nicht gegen so einen gekämpft. Vielleicht müssen wir das vorher mal testen. Wir können ja mal den Weg hin auskundschaften. Dann sind wir auch schon fast im Süden und können da unsere Erze mitnehmen. Das klingt nach einem Plan für mich. Wir haben 100 Holz dabei, warum? Von den Fackeln noch.
Gut, wenn wir zu wenig Platz haben, schmeißen wir die weg. Wir gehen mal los. Wir erkunden zumindest mal... Hier ist es öfter mal. Aber auch nur, wenn ich renne. Wir erkunden mal den Weg in den Sumpf im Süden. Und was uns da an Gegnern erwartet. Vielleicht müssen wir auch die ein oder andere Stein-Geding mitnehmen, um dort uns eine kleine Verteidigung zu errichten für diese Quest. Also, dass man eventuell den Scanner einbauen muss. Kann mich erinnern, dass das mal so war. Wenn jetzt auf dem Weg dorthin die Folgenzeit vorbei ist, dann nehme ich euch einfach gleich mit rüber in die nächste. Und das ist auch der Plan, ne? Der nächste. Entweder so eins oder so ein Emu. Der Emu ist der schnellste, habe ich gelernt. Das wäre cool. Unser Reittier. Wir müssen dem natürlich erst eine Hütte bauen. Aber die würde ich... Ja, die würde ich natürlich auch basic-mäßig aus Stein bauen. Dächle, paar Säulen und dann unten sein Nest rein. Seine Futterstellen und so. Hier ist eigentlich auch ein Eingang, oder? Da kommen wir wahrscheinlich am schnellsten rein. Probieren wir gleich mal. Bisschen Melone mitnehmen unterwegs. Da ist ein Emo. Und die können wir dann zähmen und dann hätten wir ein Reittier. Ich glaube, das ist Moa heißen die, nicht Emo. Das ist auf jeden Fall der Plan. Das machen wir auf jeden Fall. Hier ist eine Menge Melonen. Ein bisschen was trinken. Ich war heute Morgen Plasma spenden. Da sollte man noch ein bisschen was trinken danach. Schön. Ich freue mich ehrlich gesagt, auch wenn wir ein bisschen weiter in die Expedition gehen. Und die nächsten Biome für uns erschließen, so allein für die Abwechslung. Allein für die Abwechslung. Da drüben müsste es schon sein. Da. Dort dieser Felsspalt. Das ist unser Weg. Und dann als nächstes wäre auch grundsätzlich dran wahrscheinlich mal eine bessere Rüstung. Haben wir noch nicht gemacht, ne? Ich habe mich bis jetzt verweigert, die Fellrüstung zu skillen. Doch, die Fellrüstung haben wir gemacht. In den Schnee könnten wir schon. Aber so eine bessere Kampfrüstung, da würde ich wahrscheinlich erst wieder eine skillen jetzt vom Stahlbaum. Vom Stahlforschungsbaum, also Rang 3. Sonst haben wir einfach nicht genügend Punkte, um hier jeden Quatsch mitzunehmen. Mittlerweile auch One-Shotten. Schotten wir die guten Tierchen. Früher ging das nicht. So. Also Bogen gezückt und Augen auf. Ich habe jetzt keine Lust, hier drauf zu gehen. Guter Einstieg. Felsen? 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 So. Come on.
Wieso heißt das so? Wieso heißt es so? Jetzt kann ich es bestimmt nicht looten, weil ich mein Eisenmesser nicht dabei habe. Ich flipp aus. Na! Na gut. Ah, ist gar kein Sumpf. Okay. Oder andere Art von Sumpf. Okay. Doch Sumpf, sehr giftig. Oh, der Sound hat sich verändert. Das Mammut hat sich doch hundertprozentig verirrt. Ist das ärgerlich, dass wir gerade unser Eisenmesser nicht dabei haben? Nicht aufgepasst. Na gut, wir töten bestimmt nochmal einen Mammut. Okay, hier gibt es Fasern. Was haben wir hier? Auch Farne. Erstmal erschließen, was es hier in diesem Biom an Rohstoffen gibt. Oh, ist das nice. Stimmungsmäßig auf jeden Fall schon mal 10 von 10. Cool. Nadler. Wo ist dein Kopf? Das hat auf jeden Fall gereicht. Was bist du? Oh Gott. Okay. Verstehe. Nadler, ja. Autsch. Autsch. Ey, ich verstehe. Okay. Nein, nicht so ein Ding. Was ist denn hier los? Was brauchen wir hier? Tiefe Wunde. Nee, Set. Okay. Huch. Okay, ich weiß noch nicht, ob wir bereit hierfür sind. Wir müssen vielleicht einfach vorsichtiger sein. Die wollen wir natürlich jetzt zumindest einen erlegen von diesen Nadlern. Dich kennen wir auch noch nicht. Ein Stelzer. Weg ist er. Das war auf jeden Fall nicht sein Kopf. Okay. Ja, vielleicht machen wir das noch nicht. Hier gibt es mit Sichel. Kann man hier was abbauen? Nadler, da ist dein Kopf. Das hat nicht geklappt. Okay. Gott, die kriegt man alle gar nicht so einfach tot. Wo ist denn dein Kopf? Rüstung. Mhm. Man muss doch deren Kopf treffen können, oder nicht? Oder vielleicht haben die ihre verwundbare Stelle woanders. Autsch, da kommt der andere. Okay, den haben wir. Aber wir haben auch auf jeden Fall wieder uns eine tiefe Wunde eingefangen. Ubis.
Wir sitzen hier gut für die Knochen da. Ja, ich weiß nicht, wo ich getroffen habe, Leute. Komodo-Varan, ah, den habe ich getroffen. Okay, 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 wir müssen zurück. Aber wir looten mal hier fleißig. Und dann ist das hier auf jeden Fall Folgenende. Aber das wollte ich natürlich jetzt hier, meine Angstzustände wollte ich euch nicht vorenthalten. Okay, ihr seht cool aus. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall gleich diese Säuredrüsen am Hals. Wieso kann ich dich nicht looten? Ah ja. Okay, ihr seid easy. Und wir müssen unbedingt hier weg und uns so ein Nähset machen. Und wir haben 104 von diesem Schaden. Ich würde trotzdem versuchen, das jetzt nach Hause zu bringen. Wir wissen, wir sind noch nicht so richtig vorbereitet hier für diese Geschichte. Schnell mal hier weg. Ja, auch noch Sturm jetzt, war ja klar. Tschüssi. Herstellen. Nähset. Junge, Junge, Junge. Okay. Also ich versuche uns erstmal in Sicherheit zu bringen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao.